Willkommen zu einem weiteren Einführungsvideo von NextMove. Wir schauen uns heute ein Nutzfahrzeug an, und zwar den Nissan ENV 200 Transporter. Am Ende des Videos gibt es auch noch mal eine kurze Einschätzung, subjektiv sozusagen unsere Meinung zum Fahrzeug. Den Nissan ENV 200 gibt es auch in einer Evalia-Variante, dann mit 5 oder 7 Sitzplätzen ausgestattet. Die Bedienung ist aber weitestgehend identisch. Der Aufbau des Schlüssels ist soweit klassisch. Wir haben eine Taste zum Öffnen, eine Taste zum Schließen und eine Klimataste, die ich durch langes Drücken entsprechend die Heizung oder die Klimaanlage starten kann, je nachdem, ob es warm oder kalt im Auto ist. Außerdem gibt es noch einen Notschlüssel, den ich auf der Rückseite entriegeln und herausziehen kann. Im Alltag nutze ich natürlich das Keyless Go-System, das heißt, ich habe den Schlüssel einfach einstecken, drücke hier auf die Taste, das Fahrzeug öffnet, auch die hinteren Schiebetüren sind dann gleich mit offen. Die gleiche Taste nutze ich auch zum Verschließen des Fahrzeuges. Auch am Heck des Fahrzeuges habe ich diese Taste. Hier also drücken, Fahrzeug öffnet, hier entriegeln. Die Türen kann ich im Winkel von 90 Grad arretieren, aber hier die Arretierung auch lösen und entsprechend ganz öffnen. Zweite Tür geht hier auf, auch hier Arretierung oder ganz öffnen. Wie eingangs bereits erwähnt, haben wir hier ein Fahrzeug in der Ausstattung mit 2 Schiebetüren, das im Stadtverkehr natürlich bequem ist, Be- und Entladen von beiden Seiten erlaubt. Als Schutz für den Boden haben wir in dieser Ausstattung eine Gummimatte. Außerdem haben wir am Boden 6 Ösen, an der Seite nochmal 4 Ösen. Die maximale Zuladung liegt ungefähr im Bereich von 700 Kilo. Und das Ladevolumen beträgt 4,2 Kubikmeter. Noch ein paar Maße. Zwischen den Radkasten ist 1,22 Meter. Das ist genau das Maß, um eine Europalette quer reinzustellen. Es passen 2 Europaletten hintereinander. Am Boden haben wir in der Länge ungefähr 2,03 Meter als maximales Lademaß. In größerer Höhe reduziert sich natürlich die Tiefe der Einladung. Nutzfahrzeugtypisch habe ich zum Innenraum hier eine Blechtrennwand, die sozusagen die Fahrer vor der Ladung sichert, aber natürlich diesen kleinen Nebeneffekt hat, dass ich im Winter nicht so viel heizen muss, weil ich nicht das ganze Fahrzeug aufheizen muss, sondern nur den Personenraum. Schauen wir uns noch den Zugang vorne an. Hier öffnen, dann kann ich die Klappe entsprechend fixieren und finde hier vorne links den Tank fürs Wischwasser. Die Einstellmöglichkeiten sind nutzfahrzeugtypisch beschränkt. Ich kann also den Fahrersitz vor und nach hinten stellen, jedoch nicht in der Höhe. Ich kann mir die Lehne vorstellen über diesen Hebel, habe hier unten noch ein kleines Geheimfach, zum Beispiel für die Warnweste. Und fürs Lenkrad habe ich eine Höhenvorstellung. So, wie fährt er los, der Nissan ENV 200? Fuß auf die Bremse, wir haben Keyless Go, ich habe hier meinen Startknopf. Das Fahrzeug braucht zum Hochfahren immer eine Ehrensekunde, bis alle Instrumente da sind. Wenn ich zu früh in D schalte, fährt er nicht los. Diese Zeit sollte man also nutzen, um sich anzuschnallen. Und dann kann es schon losgehen. Der Gangwählschalter findet sich in der Mitte, das Fahrzeug ist jetzt in P. Zum Entriegeln drücke ich den Knopf und kann in den Rückwärtsgang schalten. Es geht die Rückfahrkamera an und das bekannte Piepsen von Nissan. Einfach nach unten drücken, bin ich im D. Über rechts, links antippen kann ich zwischen D und B umschalten. Im B-Modus verfügt das Fahrzeug über eine verstärkte Rekuperation. Die Feststellbremse ist klassisch und befindet sich hier neben dem Beifahrersitz. Einfach Knopf drücken und lösen. Im Fahrzeug haben wir eine ganze Menge Knöpfe, die wir uns jetzt anschauen wollen. Links unten, sozusagen linkes Knie des Fahrers, haben wir zum einen eine manuelle Leuchtweitenregulierung und das Tool für die Verstellung der Außenspiegel. Unten drunter eine Taste zum Überstimmen von bestimmten Zeitvorwahlen beim Laden. Auf der rechten Seite kann man den Soundgenerator ausschalten, der sowohl das AWAS beim Vorwärtsfahren als auch das Piepsen beim Rückwärtsfahren deaktiviert, und ein Abschalten des ESPs wäre möglich. Etwas versteckt im Fahrzeug finde ich noch 3 Anschlüsse. Zum einen USB, Audio und für große Menschen gar nicht zu sehen Zigarettenanzünder oder 12 Volt Anschluss. Zudem verfügt das Fahrzeug über elektrische Fensterheber. In der Mitte finden wir sozusagen das Entertainment-System mit laut, leise, Radio, Navigation. Interessant ist, das Fahrzeug hat sogar noch ein CD-Laufwerk. Also hier drücken und dann öffnet es sich und ich kann oben eine CD einfügen und hier wieder entsprechend das Display in die Ausgangsstellung zurückbringen. Interessant ist auch die Zero Emissions Taste, die sich hier rechts unten befindet, wo ich in ein Elektroauto-spezifisches Menü noch einmal komme. Neben der Warnblinktaste befindet sich das Menü für die Klimasteuerung, also einfach auf Auto drücken, dann würde er jetzt heizen oder entsprechend kühlen. Und in dem Moment, wo ich die Lüftung manuell steuere, geht natürlich die Autolampe weg und er heizt jetzt im manuellen Modus.
Weiterhin in der Mittelkonsole befindet sich die Taste für das Öffnen und Schließen des Fahrzeuges und die Eco-Taste. Die Eco-Taste macht das Fahrzeug an sich nicht sparsamer, sondern die Abstimmung des Strompedals etwas stumpfer und erleichtert damit dem Nutzer, das Fahrzeug sparsamer zu bewegen. Außerdem wird die Heiz- und Klimaleistung etwas gedrosselt. Hier klein befindet sich noch das Bedienmenü für den Bordcomputer, der rechts im Display ist. Kann man das Menü wechseln und entsprechend Werte zurücksetzen oder auch die Trips sich anschauen und entsprechend zurücksetzen. Auch am Lenkrad habe ich noch Knöpfe, zum einen die Hupe, auf der linken Seite die Steuerung der Audiofunktionen und auf der rechten Seite den Tempomaten oder auch Limiter. Das Display ist dreigeteilt. Wir haben auf der linken Seite Warnanzeigen zum Beispiel, in der Mitte unseren Tacho, ganz oben das grüne Auto zeigt, dass das Fahrzeug betriebsbereit ist, darunter der Tacho und dann eine ausschlagende Stromleiste sozusagen, die nach rechts den Momentanverbrauch anzeigt und nach links die Rekuperationsleistung. Unten der blaue Balken signalisiert den Ladestand der Batterie, aktuell also voll geladen und angezeigte Reichweite auf Basis der Vornutzung des Fahrzeuges von 252 Kilometer. Im sommerlichen Stadtverkehr sind solche Reichweiten mit diesem Fahrzeug durchaus zu erreichen. Den Reifendruck finden wir auf einem kleinen Schild in der Fahrertür. Der vorgegebene Druck ist 2,9 bar. Während der Fahrt wird mir der Druck auch im Display im Bordcomputer angezeigt. Kommen wir nun zum Aufladen des Nissan ENV 200. Die Ladeanschlüsse befinden sich vorne in der Mitte unter dieser Klappe. Die Entriegelung für die Klappe befindet sich innen am Fahrzeug. Man muss also den Hebel ziehen. Die Klappe springt entsprechend auf und ich habe hier zwei Ladeanschlüsse in dem Fahrzeug. Das eine ist ein Typ 1 Ladeanschluss und der zweite ist der Schnellladeanschluss mit dem Standard CHAdeMO. Schauen wir uns noch an, wie der ENV 200 nicht geladen werden kann. Wenn ich eine Wallbox habe oder eine Ladestation, wo ich ein fest angeschlagenes Ladekabel mit einer Typ 2 Kupplung habe, kann ich damit das Auto nicht laden. Ist also wichtig zu wissen, wenn man schon Infrastruktur hat und dieses Auto in die Flotte nehmen möchte, dass dann das Auto nicht lädt, weil der Stecker nicht passt. Wie funktioniert es richtig? Ich brauche ein Ladekabel, was auf der einen Seite den Typ 2 Stecker hat und fahrzeugseitig eine Typ 1 Kupplung, die ich entsprechend hier rechts in den Anschluss einführen kann und dann in eine Ladestation mit einer Typ 2 Dose entsprechend einstecken kann. Das richtige Einstecken des Steckers wird von dem Fahrzeug mit einem einfachen Piepton quittiert sozusagen. Wenn dann der Ladevorgang beginnt und Strom auf der Leitung freigeschalten ist, wird dies mit einem doppelten Piepton quittiert. Die maximale Ladeleistung beim Normalladen beträgt ungefähr 7 Kilowatt. Das heißt, die Ladezeit liegt im Bereich 7 Stunden, wenn das Fahrzeug leer ist, bis es voll aufgeladen ist. Wichtig zu wissen beim Typ 1 Ladeanschluss, dass das Fahrzeug das Ladekabel nicht verriegelt. Das heißt, der Ladevorgang kann durch Dritte jederzeit beendet werden und im Extremfall sogar das Ladekabel gestohlen werden. Das heißt, in dem Moment, wo ich hier auf den blauen Knopf drücke, beendet es den Ladevorgang und ich kann den Stecker einfach rausziehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Zugriff durch Unbefugte zu verhindern. Entweder ich lade das Auto auf einem Betriebsgelände im gesicherten Bereich oder ich kann in dieses kleine Loch ein Vorhängeschloss einführen, was ein Herunterdrücken des Entriegelungsmechanismus verhindert. Den gleichen Mechanismus finden wir natürlich auch am serienmäßig mitgelieferten Notladekabel. Auch hier habe ich den Drücker zur Entriegelung mit einem Loch, wo ich das entsprechend zusätzlich sichern kann. Hier haben wir unseren normalen Schokostecker zum Laden an Haushaltssteckdosen und die Kontrolleinheit für den Ladevorgang. Das Laden dauert dann ungefähr dreimal so lange. Das heißt, über Nacht ist das Fahrzeug nicht aufgeladen und es benötigt fast einen ganzen Tag, um den großen Akku aufzuladen. Der ENV 200 kann in dieser Ausstattung auch schnell geladen werden. Die Steckerauswahl ist ganz einfach. Man nimmt den großen, und zwar den, der passt, konkret also den CHAdeMO-Anschluss. Man steckt ihn links ins Fahrzeug und kann dann an der Ladesäule den Ladevorgang starten. Die maximale Ladeleistung am Schnelllader beträgt 50 kW. Das heißt, ich kann ungefähr in einer halben Stunde etwas mehr als 100 Kilometer in das Fahrzeug nachladen. Das Beenden des Schnellladevorgangs muss an der Ladesäule erfolgen, und zwar drücke ich den entsprechenden Knopf für CHAdeMO und dann auf Anhalten. Er möchte nochmal die Karte haben und dann entriegelt er das Ladekabel und beendet den Ladevorgang. Soweit zu den technischen Spezifikationen des Fahrzeuges. Aus unserer Sicht ist der ENV 200 ein sehr attraktives Gesamtpaket. In der aktuellen Generation bietet er eine gute Reichweite. Im Winter sind über 150, im Sommer über 250 Kilometer möglich und Nissan bietet auf das Fahrzeug 5 Jahre Garantie.
Die Fahrleistungen des Fahrzeuges sind angenehm, er beschleunigt gut und auch das Handling ist gut. Und die Übersichtlichkeit über die Außenspiegel und die Rückfahrkamera ist ebenfalls als sehr gut für ein Nutzfahrzeug einzustufen. Unsere Erfahrungen in der Flotte mit diesen Fahrzeugen sind bisher sehr gut. Es gab bisher keine nennenswerten Ausfälle. Bereits seit 2016 haben wir auch das Vorgängermodell in der Flotte gehabt bei Nextmove. Das war unser Einführungsvideo in den Nissan e:NV 200. Ich hoffe, ihr habt das Fahrzeug damit besser kennengelernt. Wenn ihr eine Firma habt und euren Mitarbeitern oder Kollegen das Fahrzeug näher bringen wollt, verwendet gerne unser YouTube-Video dafür, um es zu teilen. Ansonsten gerne bis zum nächsten Einführungsvideo, Kanal abonnieren bei Nextmove. Tschüss.